Mein Name ist Michael Schreiner und ich hatte 1981 einen schweren Autounfall und seitdem bin ich komplett querschnittsgelähmt. Ich bin auch Stoma-Träger, aber das beeinträchtigt mich in keiner Weise, sondern ich bekomme ja dadurch sogar Lebensqualität. Ja, für mich ist es natürlich nicht alltäglich, mal als Model da zu agieren. Und es war eine tolle Erfahrung. Es ging los jetzt mit dem Schminken. Man fühlt sich als was Besonderes. Die Auswahl der Kalendermodels fällt uns jedes Jahr unglaublich schwer. Denn hinter jeder Bewerbung steckt ja eine ganz individuelle Geschichte. Und jede einzelne ist es eigentlich wert, erzählt zu werden. Und in diesem Jahr hatten wir schon weit über 150 Bewerbungen. Wir waren total perplex. Und man merkt wirklich, diese Menschen, die sich hier bewerben, die möchten helfen. Sie sagen, mein Leben ist zwar ein Leben mit Behinderung, aber es ist durchaus ein lebenswertes Leben. Für mich ist der Kalender ein ganz besonderes Projekt. Bei den Fotoshootings lerne ich Menschen mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen kennen. Und diese Menschen erzählen ihre ganz persönliche Geschichte und zeigen, dass sie trotz ihres Handicaps ganz aktiv und selbstbestimmt am Leben teilnehmen können. Hallo, ich bin die Janine, bin 20 Jahre, komme aus Wesel und bin seit 2 Jahren Stoma-Träger eines Iliostoma. Da ich schon öfters mal vor der Kamera stand, dachte ich eigentlich, das wäre heute easy für mich. Aber es war doch schon sehr aufregend für mich und war auch sehr nervös. Ich möchte anderen Menschen damit Freude zeigen, Lebensmut erreichen und denen einfach da zeigen, dass man doch so sein kann, wie man immer war. Wir bei Coloplast versuchen unserer Unternehmensmission treu zu bleiben und diese lautet, Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen optimal zu betreuen und ihnen auch das Leben zu erleichtern. Mit dem Coloplast-Kalender möchten wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, diesen Betroffenen Mut zu machen. Wir zeigen hier beeindruckende Porträts von Menschen, die sich von den Folgen ihrer Krankheit nicht unterkriegen lassen. Mein Name ist Jana Zitz, bin 26 Jahre alt, bin mit Spina bifida und dem Hydrocephalus geboren worden und bin eigentlich hier, um es auszuprobieren und einfach zu zeigen, dass es auch als Rollifahrer solche Erfahrungen wert sind, diese zu machen. Als die Einladung kam, habe ich mich wirklich gefreut wie so ein Schneekönig, weil ich einfach wirklich gedacht habe, ey, ja, ich darf mich ausprobieren, ich darf es versuchen. Razilke, die Fotografin, ist einfach unglaublich gut darin, den Menschen so das Vertrauen zu vermitteln, sich zu entspannen und dann neue Motive zu finden. Und dann merkst du richtig, ab einem bestimmten Punkt, da öffnen sie sich und sind ganz locker und kommen dann auch selbst auf Posen. Und das sieht man dann den Bildern an, dass sie in einer Wohlfühlatmosphäre entstehen.